Am 26. und 27. April 2014 fand in Illertissen die 38. internationale deutsche Meisterschaft im Schachproblemlösen statt. Hier ein Beispiel eines Schachproblems. Weiß setzt in 3 Zügen matt. Für die Teilnehmer der Meisterschaft wäre dieses Problem allerdings keine Herausforderung. Die Teilnehmer wurden vor Beginn der Meisterschaft von der Illertisser Bürgermeisterin Marita Kaiser und Organisator Axel Steinbrink im Rathaus von Illertissen begrüßt. Liebe Schachfreunde, im Namen der Schwalbe, der Deutschen Vereinigung für Problemschach, möchte ich alle Teilnehmer hier recht herzlich begrüßen zur 38. Deutschen Meisterschaft, die jetzt schon seit 1977 stattfindet und ich habe eben nochmal nachgerechnet, schon zum 8. Mal in Bayern. Veranstaltungsort war das Föhlinschloss zu Illertissen, das mit seinen schönen Räumen in der Vergangenheit schon einige Male Gastgeber von Schachveranstaltungen war. Am Samstag, dem 26. April 2014, ging es dann los. Die 21 Teilnehmer stellten sich in verschiedenen Runden den zu lösenden Problemen, die innerhalb der vorgegebenen Lösungszeit bearbeitet werden mussten. Die Lösemeisterschaft wurde geleitet vom Organisator, FIDE-Meister und FIDE-Schiedsrichter Axel Steinbrink. Die Schwalbe ist einfach nur ein Begriff, sozusagen ein Name für die Deutsche Vereinigung für Problemschach. Das ist ein Verband, an dem jeder beitreten kann, der sich für Problemschach interessiert, für Schachprobleme, und hat den Rang eines Landesverbandes im Deutschen Schachbund. Ist also Unterorganisation des Deutschen Schachbundes, der sich mit Problemschach im Generellen beschäftigt. Und ich bin sozusagen Vorstand, der Turnierwart, der solche Turniere wie hier die Lösungsmeisterschaften sozusagen organisiert und ausrichtet. Und für mich ist dies die 12. deutsche Meisterschaft. Ich leite die seit 2003. Seit diesem Zeitpunkt bin ich Turnierwart der Deutschen Vereinigung für Problemschach. Hier die Meisterschaften, die haben natürlich so einen gewissen Klausurcharakter, das heißt ein gewisser Wettbewerb. Sozusagen, man weiß natürlich nicht, was auf einen zukommt, wie leicht oder wie schwer die Aufgaben sind und wie gut man in der entsprechenden Zeit damit klarkommt. Für das schöne Städtchen Illertissen hatten die Teilnehmer trotz der wunderbaren Aussicht vom Illertisser Schloss keinen Blick. Ihre ganze Aufmerksamkeit galt den Schachproblemen und dem Erringen dieses Pokals. Mit einem solch herausragenden Ereignis gewinnen wir als Oberliga-Verein weiter an Prestige. Auch für Illertissen eine ausgezeichnete Situation, sich zu präsentieren. Wenn man denkt, man erreicht Gäste, die hier übernachten, da die Gastronomie profitiert davon. Und es ist schon eine tolle Sache, dass wir solche große Ereignisse hier in Illertissen in unserem schönen Schloss bieten können. Den ersten Platz errang, wie bereits viele Male zuvor, Großmeister Arno Zude. Zweiter wurde der Niederländer Großmeister Dolf Wissmann vor Großmeister Boris Thomas. Und hier das Ergebnis der Meisterschaft im Überblick. Das war sie, die 38. internationale deutsche Meisterschaft im Schachproblemlösen in Illertissen.